Willkommen zurück bei Let's Play Magna Carta 2. Im letzten Part ist die Saat des Untergangs das erste Mal gefallen und ich habe vergessen, dass ich den Weg rausschneiden wollte. Zu dem Nordarmee-Camp. Egal. Dann werde ich jetzt diesen Weg mit einführendem Gelaber füllen. Also, wie gesagt, im letzten Part haben wir unseren ersten Sentinel platt gemacht, haben da mit unserem Namen als Counter-Sentinel-Einheit das erste Mal alle Ehre gemacht. Des Weiteren haben wir das Land Kota Mori betreten, wo die Mari leben. Ein kriegsverabscheuendes Stämmchen von Menschen, wo wir noch nicht einmal genau wissen, ob sie uns überhaupt aufnehmen wollen, werden, können, tun, gehabt, geworden sein, bin, irgendwie sowas halt. Tja, das werden wir alles noch rausfinden. Achso, hab ich schon ausgerüstet. Okay, dann platzieren wir mal die Pfanne. Und jetzt passt auf. Bam. Ich habe zwar keine Ahnung, was das jetzt genau bringt, aber... Naja. Erst hin. Oh Gott, schon muss ich jetzt erst wieder zu den Typen zurücklaufen. Ich habe keine Lust mehr zu schneiden, verdammt. Ich muss den letzten Part zu viel umschneiden, habe ich keine Lust mehr drauf. Eigentlich schon, weil schneiden macht eigentlich ziemlich Laune. Es ist nämlich mal was anderes, als wenn man das Video stumpf anguckt. Außerdem passt dann in ein Video wesentlich mehr rein. Aber es macht zu viel Arbeit. Ja. Und ich sehe gerade, dass ich an meiner Decke extrem viele Fliegen habe. Warum sind da falsch mal so viele Fliegen? Draußen regnet es übrigens, das ist eine Information. Das könnte vielleicht ein Grund sein, warum ich so viele Fliegen bei mir an meinem Fenster habe. An der Decke habe. Also ich sehe drei. Sehr, sehr seltsam. Hallo. Oh, oh Mann, wie ist es gelaufen? Was ist das ein Unglück gewesen sein? Oh Mann, hätte ich es nur selbst sehen können. Ja, danke schön. Level 18! Oh, noch eine, komm schon. Ich danke euch für die Rettung meiner Waren. Ich möchte euch ja nicht ausnutzen, aber vielleicht könnt ihr mir doch einen Raum verändern. Diese Ware muss nach Kota Mori. Aber ich weiß, ist jetzt mein Wagen kaputt und ich komme so schnell nicht hier weg. Also hier wäre mein Bitte. Könnt ihr diese Sachen für mich nach Kota Mori bringen? Was sagt ihr? Ho, ho, das werde ich irgendwie tun. Jo. Oh, ihr helft mir und auch unseren Kaufleuten ist nämlich Vertrauen, das höchste Gut. Jetzt ist mein Kaufmann sehr gewahrt. Ich sehe euch, ich bin eure Schuld. Kota Mori liegt südlich von hier. Ich weiß selber, wo das liegt, du Spaten. Da will ich die ganze Zeit hin, aber du hältst mich davon ab, verdammt. So. Ja, gut, okay. Das letzte Mal, dass wir da hinlaufen, ich kann mal nachgucken, wie viele Skillpunkte ich habe. Ich glaube, da kostet 100 der letzte Skill. Ja, kostet 100. Und den will ich auf jeden Fall kaufen. Stabskills, yeah. Reinigung. Halte alle Zwischenzeiten eines Verbündeten. Gut, ist jetzt nicht so schlecht. Nein. Nur 10. Naja, machen wir mal Schnelligkeit. Angriffskraft. Angriffskraft ist auch immer toll. Egal. Lass mal sehen, was kannst du denn dann mit 25 Punkten? Machen wir mal das. Dann lassen wir nämlich das beim nächsten Mal Seraph Feuer. Und darauf wird jetzt gespart. Ich spare eigentlich das bei allen auf den höchsten Skill schon. Also für einen Skill Tree. Und wird auch eigentlich in jedem Guide empfohlen. Wenn man das Spiel spielt, man soll sich auf ein Skilltree drauf reduzieren und naja, man soll halt nicht so auf mehrere Skills gehen, weil das bringt einem sowieso kaum was und bla. Also ich habe es zum ersten Mal gemacht und habe festgestellt, jupp, die haben recht. Es bringt einem einfach nicht so viel, wenn man sich auf verschiedene Skills einlässt. Erst später bekommt man erstens die Ausrüstung dazu und zweitens hat man dann auch bei den anderen die Ausweichoptionen auf diesen Skill. Darum ist es immer irgendwie besser, wenn man einen super weit hat und den anderen mehr so. Naja, so. Es läuft.
Ist ja nicht so, als ob wenn man die dann fertig hat, so, jetzt brauche ich die dann nie wieder. Aber jetzt dürfte erstmal Sequenz-Time sein. Something around here smells funny. Amare have an encyclopedic knowledge of medicinal herbs. Here in Kotamare is where they prepare their mixes. Apparently, incense is always being burned inside the village. Oops. They have a guard, all right. And he's glaring at us. You people there, you're humans, aren't you? Mm-hmm. Don't come any closer. My people do not want any contact with humans. Ach, warum nicht? Ist doch langweilig. Jetzt kommt es jetzt. Titten! Natürlich werden die Titten sehr. We are war refugees. We're low on food and water. On the road, we were caught in the seed fall and now find ourselves in. What are you talking about? Tiff? Was? No way. You fallen for Argo? Tiff? Wieder einmal das perfekte Beispiel darauf, dass es scheißegal ist, wie man aussieht. She looks normal enough, but there must be something wrong with her eyes. What are you implying? Yep. Celestine, stop! What are you doing? Get away from him at once! Why? I finally found the man of my dreams! How can you spout such nonsense when you don't even know who these people are or where on earth they came from? But they just said! These humans are war refugees, and they say they want us to help them! And Atrewa is with them too! We can't just open up the village to every outsider we meet! You know, he doesn't sound very happy. I forget, is there bad blood between the Mari and Trewa? But we looked after that other human who was fleeing the war that one time! What, you want us to stand by and watch them die? Ja, einem einzigen. Let's leave the decision to the chieftain. Well, what did she say? Danke, das wollen wir ja. The chieftain has decided to allow you into the village. But be aware. Das ging aber schnell. You will be under observation at all times. I suggest that you don't try anything funny. First, you will have an audience with the chieftain. Danke, war mir klar. It's okay, you can come into the village. I'll show you to the chief's house. Yes! Something's fishy here. I don't get it. Why would they let us in so easily? It's certainly not what I expected. Sei doch froh! By the way, I'm Celestine. What's your name? In the Tat. Hey now! Argo here is way over 60 claro. Years old. He's already a geezer. 60? Really? Why are you acting all shocked? And geezer. You know, the Trewa lifespan is around 200 years. Ja, das passt doch. Welche, die mit einer Lebenserwartung von nicht mal ganz 40 Jahren trifft, oder jemand mit einer Lebenserwartung von über 200. Please stop calling me a geezer. Besides, your proposal was rather abrupt. I have no intention of taking a wife just yet. Aw, really? I'll wait for you, Kay. Oh, dieser Dialog ist so geil. Ah, now I get it. The
the Mare, there's a huge gap between the outside and the inside. Yeah, klar. Weren't you gonna show us somewhere? I've got more important things to do right now. I'm sorry, but my companions and I. Willst du mich verarschen? Du hast überhaupt nichts mit der Rest zu tun. Du flirtest ja. After we speak with your chieftain. If that's what you want, Argo. Oh, that reminds me. The rest of you, what are your names? The rest. Yeah. My name is Zephy. Ganz toll und freundlich. You and Argo had better not be lovers. You don't have to worry. Argo and I are just allies. I'm Cassel. Yes? Nein. Remember it. You're younger than me, aren't you? Call me Big Sis from now on, okay? I can say with certainty that I'm older than you are. What? But you're smaller than I am. This is so geil. As for me, I'm Juto. You know, if you put on some muscle, also die Körpergröße mit dem Alter zu tun. My type too. Why don't you get big and strong like Argo? I think I'll pass. Celeste. Später vielleicht. How long are you going to keep goofing off? I'll take these people to the chieftain. So go back and continue with your mixing. Oh, I gotta make more. I'm the one who always gets worked like a dog around here. You're always slacking off. If you don't want me to report you to the chieftain, then you'd better get back to work right away. All right, I'm going. All right, follow me. What is it? No, it's just looking at Celestine made me think of the old days. I was always getting chewed out by Melissa, too. That's all in the past now. Hier entlang. Da seid ihr! Oh ja, ihr seid ja ganz gewöhnliche Arbeitshändler. Für mich diese Lieferung. Der Arbeiter hatte einen Unfall. Wie schrecklich. Vielen Dank für die Lieferung. Viele Grüße an unseren Arbeitsfreund. Dankeschön. Also ich weiß im Prinzip schon, wo das drauf ist. Ich frage mich, ob ich vorausgehen kann. Scheint so. Spart Arbeit. Welcome. I am Caton, chieftain of the Mare people. Auch nicht übel. Thank you for allowing us into the village. We are grateful. You are Princess Resafilda, are you not? We Kotomare may shun outsiders, but we do get news from the outside world. It appears that there was a battle at Old Fox Canyon. It's quite easy to imagine that Southern Forces soldiers would try and escape to Navy Blue Marsh. Admittedly, I did not expect to ever see you here. Please forgive us, Chieftain. It was not our intention to deceive you, but we were desperate to ask for your help, so we... I'm not interested in excuses. The question I want to ask is about something else entirely. I must admit, I have always wanted to ask you this. It has been quite a while since the war began between the Northern and Southern forces. Are you truly
interested in saving Lanzheim? Of course. Why then do you keep fighting this pointless war? Why then do you bring death and destruction to innocent people? I see your actions, and I can only conclude that they are taken purely out of a lust for the throne. Hey, lady, you're going too far! I was not asking you. Princess Rosafilda, answer my question. No. Chieftain, I didn't start this war. Xuanzite did. When I saw countless innocent people being brutalized and killed by Xuanzite sentinels, I could not turn a blind eye to the reality of our situation. Even as I stand here, I believe that I made the right decision. I have been injured by Xuanzite as well. He has for a long time now worked with the Blackhorn Drewa to harass and oppress my clan, the Blue Moon Drewa. Soweit ich weiß, waren die Blue Moon, glaube ich, irgendwie so eine Art Dischgruppe, die im Prinzip total abwegig vom Krieg und Kampf perhaps war. That's true. But wouldn't you agree that by participating as a symbol of the opposition, you have caused even more innocent deaths? Are you saying that I should have simply watched my people die without trying to help? In war, there are no certainties. You are creatures compelled by your silly ideals to fight. In the end, what humans see as right is entirely subjective. Wo ist der Rest dort? I believe that the Mare people have suffered greatly. However, the Northern Forces' invasion must be halted at all costs. We of the Southern Forces cannot allow Xuanzai to run free, massacring whoever suits him. That's why I would like to request the assistance of the Mare. You would use the Mare as pawns in your intractable war? You truly are a member of the Southern Forces, aren't you? I give you credit for your courage, Princess. However, my people are not that naive. What do you mean? Hey, what's that smell? My hands going numb! I can't... Why can't I move? My body... What's going on? Paralyzing incense. It does not affect us. Damn! You're playing dirty! These guys planned to capture us all along! This is retribution for your barbaric act of war against the Mare. What are you talking about? We came in peace! We've done nothing to you! You pretend ignorance, do you? As you wish. Restrain these people. Understood, ma'am. This? Oh, I'm so pissed. And the fact that there's no guards makes me even more pissed. Now I see why Kotamare hasn't fallen to the Northern Forces. Wegen diesem Weihrauch? The Mare. What do they intend to do with us? I don't know. Beats me. I doubt they'll kill us, though. Yeah. The fact that they allowed us into the village so easily must mean that they knew who we were. Yep. The way their chieftain acted was odd. It's as if they have a grudge against the Southern Forces over something. That's your fault! You kidnapped some Mare! Celestine, what do you mean? So you're playing dumb, huh, Zephy? You're trying to trick us Mare, all right. I'm sorry for deceiving you. We were desperate. I truly apologize. But what do you mean the Southern Forces took some Mare away with them? The Southern Forces are nothing but a bunch of Mare kidnapping cowards! Huh? I don't blame you for not believing us. But would you explain this to us? This is the first we have heard of the Southern Forces kidnapping Mare. Well, because it's you asking, Argo, I guess I'll tell you. It was about a month ago. That's when some Mare who were patrolling Navy Blue Marsh were attacked. They were taken away by the Southern Forces. Well, weißt du, dass die Southern waren und nicht die Northern? There was a Trewa with them. A Trewa? Das ist schon gar nicht möglich. By any chance, was this person a Trewa with black skin?
no. He wasn't my type. But he did look like you, Argo. So weiß ich was vor. Argo. Please continue. The soldiers barricaded themselves in the undersea tunnel. They demanded food from us, using the Mare as hostages. But why would the southern forces... Zephy, I know you might not want to admit it, but it is possible. This incident just might have been caused by a group of cowardly deserters. Deserteure, Weicheier, Feigling. Are they still holed up in the undersea tunnel? Yeah, they left with a lot of our food again yesterday. I wonder how long they're gonna keep this up. Celestine, will you show us the way there? I will put an end to this. You will? Wait a minute, I'm going too. I want to know what kind of bastards are ruining our good name. Hey, you guys are our prick. Give us a hand, that's all. Nope, no way. The chief would get mad at me. Das ist noch höflich ausgedrückt. But Argo is in such a bind. If you helped him out, I wonder what he would do to show his appreciation. I guess you have a point. What? I'm telling the truth, aren't I? Celestine, if we rescue the hostages, will the chieftain listen to us? Yeah, I think so. Okay, since it's you that's asking, I'll help out just this once. I figured you'd say that. But this might be another lie. I can't let you all go. Zephy, you stay here. Well, okay. The princess has nothing to do with this. Let me... Nope. Sorry, you're not that valuable. Was recht hat. Valuable? If your princess stays behind, you guys can't lie and run away, right? Hey now. You aren't going to hurt her, are you? I accept your terms. I'll stay behind. Princess. All right, it's up to you now. Make sure you rescue those Mare, okay? Machen wir. Zephy, I'm sorry. No, this is how it has to be. My staying here will serve as a sign of good faith to the Mare. So it's settled? Then I'll give everyone but Zephy the antidote. Okay, I'm gonna unparalyze you now. Yay! The paralysis is finally wearing off. Let's go to the undersea tunnel. I'll show you the way. Hey, is it really okay to leave the princess behind? Vor allem, dass sie direkt neben diesem, naja, Häuschen von der Stammesführerin sitzen, ist extrem genial. Don't underestimate us, Mare. Zephy has lots of value as a hostage. I'm only 12, and even I know that. 12? Whoa. I'm surprised. I thought you said that the Mare reached maturity at age 10, Argo. So she's an adult at 12 years old, but she's still a little kid on the inside. Her mental age does seem to be pretty low, all right. Hey! Of all the people my age, they say that I'm the most grown up! Na, aber klar doch. This is no time to be playing around. We don't have much time. There's all... Please show us the way. Oopsie. Hey! Yeah. Let's go to the back of my house. There's a path there that's hidden by vines. If we push our way through the vines, we'll see a path that leads to Dunan Field. Why do you hide the path? So that the northern forces don't find it. Dunan Hill is currently occupied by the northern forces. I see that the Mare are taking precautions as well. That's my darling Argo. You don't just have looks, you're smart too. Oh god. Doch zunächst möchte ich einmal shoppen gehen. Weil ich mich erinnere, weil der Shop hier oben direkt, ja, neben Kurs.
Mit der konnte man, glaube ich, Handwerk machen. Red Jewel. Und bei ihr konnte man, glaube ich, Level 2 Zeug kaufen. Aber auch nicht so viel. Kann man das nicht durchschieben? Ja, also nichts. Der hat, glaube ich, Waffen und Co. Amethyst, ich glaube, das war mal so. Gedöns. Löwenherz. Schneelunge. Ein Feuerball. Den nehme ich mit. Die Schneeblume nehme ich mit. Und den Löwenherz nehme ich mit. Also und den Bogen. Ich glaube, denn mit ihr war der Skill nicht immer lang. Jo, 140 Punkte. Ich glaube, mit ihr war es immer Bogen. Oder war das Aroma? Ja doch, es war Aroma, verdammt. Ach, dammit. Ich will aber Bogen lernen, das ist viel cooler. Dammit. Ja gut. Jetzt ist auch egal. Nein! Dammit. Die Gefälle hier ist aber unschübel. Die 5 Punkte haben schon noch. Das hier ist so eine Art, die ist sozusagen die Buff-Alte in diesem Spiel, was ich mir erinnern kann. Ne, 40 Punkte hat sich nicht geändert. Aber Upgrades muss ich ändern. Upgrade! So sieht das Ganze dann übrigens aus, wenn wir eine Upgrade durchgeführt haben. Angriffskraft Level 1 setze ich hier ein. Ah, halt, nein, die setze ich nicht ein. Genau. Wie krieg ich das wieder raus? Verdammt. Ja, hier kommt Verteidigung. Löwenherz. Ja, das braucht er jetzt nicht so. Dann setze ich bei ihm lieber nochmal Leben ein. Hui. Entschuldigung. Ich möchte mich schon mal jetzt dafür entschuldigen, dass in diesem Part nicht viel mehr passieren wird. Außer, dass ich jetzt hier ein bisschen rumbastel noch und upgrade. Gerade ist das Flammschwert abgegradet, ich bin so dumm. Gut. Ja, ist gut. Ich muss was aufpassen. Angriffskraft Level 1. Und ja, komm, dem. Ja. So. Oh, Feuer. Irgendwie dumm, dass man die nicht mehr rausnehmen kann. Irgendwie ging das, glaube ich. Ach ja, genau. So. Genau. Genau so ging das. So, und ich wollte jetzt hier aufboosten. Ogerfeuer. Ogerfeuer. Intelligenzstufe 1. Energie. Angriffskraft brauchst du natürlich megamäßig. Maribon, Iris. Und du hältst da nochmal Leben rein.
Die ist nämlich nicht wirklich so gut ausgesehen. So, nochmal Resistenz rein. Zack. Wohl. Na, nee. Jo. Jo, und ich habe meine Videolänge erreicht. Okay, Leute, ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, Leute, haut rein, bis dahin und baut kein Mist. Ciao.